herzlich willkommen zur Blumentopf-Reportage. 4:0 gegen Australien. Und genau so haben wir uns das vorgestellt. Ey, was für ein Traum, ich fass es ja kaum, bitte zwickt mich mal, hoffentlich wach ich nicht auf, auch wenn die ersten 5 Minuten den Australiern gehören, ließ sich unser Team in Durban den Abend nicht verdirben, doch dann in der 7. Was für ein Traum, spielt Özil dem Klose den Pass in den Lauf, und dann Özil auf Müller, in der 8. Minute, und der legt zurück auf Poldi und dann macht er die Bude, und der Klose mit der Chance, und Klose im Pech, und Klose im Strafraum, Kopfball ins Netz, nicht jeder hat so viel Vertrauen in seine Stärken gehabt, das ist unheimlich wichtig, dass es im ersten Spiel klappt, sag, um was macht Australien? Die spielen hart wie gewohnt. Ey, wen wundert das? Ist ja auch eine Rugby-Nation. Und deshalb gab's den Karton. Für mich war das nur Geld. Guck mal, bei unseren Jungs läuft der Ball schon fast wie von selbst. One Touch, hin und her, wie eine Flipperkugel. Und endlich wird mal wieder mit einem Müller mitgejubelt. Und dann noch Kakao mit dem ersten Ballkontakt. 4:0. Ein Abend, an dem beinahe alles klappt. Man kann ja kaum noch hinschauen, die armen Soccerus. Ey, der tut dir dann vielleicht doch mal einen Schulterklopfer gut. Macht genauso weiter, Jungs, auch wenn er auf die Großen trefft. Dann wird die WM für uns ein inneres Oktoberfest. Wenn das kein super Start war, Down Under unter Wasser. Ey Jungs, hier wart der Hammer. Jetzt noch Serbien und dann Ghana. 1, 2, 3, 4, wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, komm schon, haut die Pille rein. 1, 2, 3, 4, wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, mach den Traum zur Wirklichkeit. Das war die Blumentopf-Reportage mit dem gelungenen Auftakt gegen Australien. Das macht definitiv Lust auf mehr. Genau so soll's weitergehen.